Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Ich begrüße heute die lieben Widder, Widder-Aszendenten. Und solltest du dein Mond- oder Venuszeichen im Widder haben, so schau es dir an, sind vielleicht ein paar Impulse für euch dabei. Ansonsten sage ich Happy Birthday, meine Süßen, eure Saison hat begonnen, ja. Das ist ja auch so das astrologisch beginnende Jahr eigentlich mit dem Widder, weil der Widder ist der Erste. Und jetzt kommt so ein bisschen wieder dieses Vorwärtsgehen rein. Frühlingsanfang ist da, es ist fantastisch. Bedenkt bitte, das ist ein allgemeines Reading, kein persönliches. Wenn ihr ein persönliches möchtet, dann unterhalb von dem Video in der Infobox ist meine Website verlinkt. Dann könnt ihr mir ein Kontaktformular zusenden. Und ansonsten ist es so, liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht es euch einfach um. Und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. So, meine Süßen, ihr wisst, Vorrede muss bei mir sein. Wir fangen an. Was ist die Hauptüberschrift für diesen Monat? Was ist die Überschrift für den April? Auf was dürft ihr euch freuen? Was kommt? Oder auf was sollt ihr achten? Ich bin gespannt. Naja, also erst, wer macht das nicht gern, ne? Belohne dich selbst. Du hast in letzter Zeit viel von dir selbst gegeben. Und jetzt ist der Moment für dich gekommen, etwas zu empfangen. Nimm dir die Zeit, dich auf eine sinnvolle Weise selbst zu belohnen. Dieses Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen ist eine essentielle Voraussetzung, um deine Energie, Stimmung und Motivation auf einen kontinuierlich hohen Level zu halten. Es ist eine wundervolle Botschaft, weißt du? Dass du auch jetzt siehst, ne? Ich gebe wirklich viel, aber jetzt belohne ich mich, jetzt empfange ich auch mal. In der Liebe ist das so... Ja, lass es doch mal zu, empfange doch mal, lächle drüber, wenn dir jemand sagt, du bist fantastisch, ja? Und im Alltäglichen ist es so, belohne dich mal. Belohnung, was ist Belohnung? Das ist ja immer die Frage. Manche sagen, ja, wie belohne ich mich? Manche nehmen sich eine Auszeit, einfach mal einen Tag nichts tun. Andere wiederum müssen sich irgendwas Teures kaufen, weil das für sie die beste Belohnung ist. Und andere belohnen sich damit, einfach mal das zu tun, was schon lange aufgeschoben war. Ja? Also Belohnung ist was Tolles. Belohnung ist immer das, du hast ein Glücksgefühl in dir. Und wenn du das hast, dann weißt du, du tust das Richtige. Fantastisch. So, wir machen das jetzt immer so. Ich stelle die jetzt hier vor mir hin. Das ist die erste. So, und es gibt ja noch die zweite Botschaft. Wo sind sie? Ich hatte die. Ich weiß das. Ach, hier. So, und jetzt gucken wir mal, was kommt noch mit dazu. Was? Wow, gehst du in dich diesen Monat? Was ist mit dir? Ja, also liebe Widder, innere Wahrheit. Ich glaube, du erkennst vieles. Du sollst dich selber belohnen. Du hast viel gegeben. Jetzt lernst du zu empfangen. Und du hast in dir, weißt du eigentlich viele Dinge schon. Du weißt das, ja? Und umso mehr du jetzt für dich mal was tust und für dich bist, umso mehr erkennst du das. Das ist eine gute Gelegenheit. Ja, geht ihr so ein bisschen mehr in euch? Ist ja klasse. So, die sind die Hauptbotschaften, die bleiben jetzt immer vor. So, jetzt gucken wir mal, was sagen euch die Feen dazu. Was sagen die Feen zu den lieben Widdern? Was ist diesen Monat? Die Geburtstagskinder sozusagen. Ach. Hoi. Was ist denn hier passiert? Ja, ich muss erst mal gucken, ihr wisst das ja. Also, 5. des Herbstes. Ich glaube mal, wenn du viel gegeben hast, ist die Karte perfekt. Weil die 5. des Herbstes hat so ein bisschen was mit Mangel zu tun. Aber ich sehe hier, das kann auch finanziell was sein. Also 5. des Herbstes ist in Münzenergien, das kann auch ein Mangel sein, finanziell und so weiter und so fort. Und vielleicht hast du immer viel gegeben und hast viel getan. Du hast vielleicht viel gearbeitet und... wie soll ich sagen, auf einmal wirst du entlassen, ja? Weil in der jetzigen Situation passieren natürlich Sachen, wo du nicht mehr vorausplanen kannst. Das ist leider so, ne? Und hier steht bitte andere Personen um Unterstützung. Ungünstiger Zeitpunkt für einen Berufswechsel, sich mit Geldproblemen konfrontiert sehen.
Vielleicht ist das so, dass du, entweder sind es deine Gedanken oder es ist dementsprechend, dass du weißt, ah, hier könnte was sein, Berufswechsel, ich will es nicht, aber wenn das zu Ende geht, was mache ich dann? Das sind auch viel Vorgedanken. Geldprobleme, ja, also bei den Spritpreisen, ne? Ohne Worte, ne? Also das muss ich sagen. Aber das ist auch sowas, wo ich sage, frag doch mal andere. Frag andere, ob sie irgendwie was wissen, wo du arbeiten könntest oder wenn du einen Wechsel willst und und. Du musst dich erstmal informieren. Hier, die Karte sagt mir ganz eindeutig, Mangel, geh aus dem Mangel raus, informier dich. Frag andere, lerne anzunehmen. Ja? Die Belohnung selbst ist, nicht zu geben, sondern anzunehmen. Das ist sehr schön. Dann habe ich die 4 des Sommers, ne? Sind wir in unseren Gedanken ganz, ganz woanders, ne? Sehen wir irgendwas nicht, hm? Abgelenkt sein und eine magische Gelegenheit nicht sehen, jemanden oder etwas als selbstverständlich betrachten, Unzufriedenheit mit dem Leben. Also ich sag mal, du kommst da raus, das zeigt mir schon das. Du erkennst viel für dich selber und du weißt jetzt auch mit diesem Belohnungssystem, ne? Dass du auf diesem Level bleiben musst, dass du nicht nur geben darfst, dass du jetzt auch sagen musst, ich empfange. Aber nicht mit einer Erwartungshaltung, sondern einfach so für dich, dass du sagst, ich weiß, das kommt auf mich zu, ich weiß das. Und ich tue jetzt erstmal das für mich, dann geht's mir gut. Und bei der 4 des Sommers ist es so, manchmal ist man zu fokussiert auf diese Problematiken, dass man andere Sachen überhaupt nicht sieht. Und der Satz, den finde ich ja fantastisch. Abgelenkt sein und eine magische Magie liegt in der Luft. Eine magische Gelegenheit nicht sehen. Also Augen auf, ja, ja, und nicht im Tunnelblick. Und dann kommt, es deckt sich, ihr wisst, die Karten sprechen miteinander, aber es ist eine schöne Energie. 9 des Herbstes, belohne dich selbst für all die harte Arbeit, die du geleistet hast. Und es ist so. Es ist auch so, dass du dafür, dass du dir, mach so hier. Ich bin gut, echt. Und nochmal auf die andere Seite. Das habe ich klasse gemacht, ja. Und auch wenn es mal stockt im Moment oder irgendwas, ja. Es ist gerade so ein Wandel überall. Und das ist ja das, was so eine innere Unruhe manchmal auslöst. Bleib stabil, ja. Belohn dich trotzdem, das tut dir gut. Das heißt, ich habe wirklich schon tolle Arbeit gemacht. Beglückende und erfolgreiche, das muss ich ja immer dazu sagen, selbstständige Tätigkeit. Es muss nicht immer nur die Selbstständigkeit sein. Aber weißt du, wenn du dich belohnst und wieder in die Zufriedenheit mit dir kommst, dann kann hier was ganz Tolles entstehen für dich. Und es kann sein, der eine oder andere macht sich selbstständig oder ist es und kriegt neue Aufträge und so weiter und so fort. Und das ist schön. Und dann habe ich, ja... Ja, meine Süßen, manchmal ist das so. Genieße deine Zeit des Alleinseins. Wenn du irgendwo in der Familie, in Partnerschaften, wenn da irgendwo der Ausgleich nicht stimmt, die Basis, ne, ich nenne es immer die Base. Das ist zum Beispiel 6 der Münzen. Krümel, was krieg ich? Oh, ich krieg echt nur einen Kuchen. Ich krieg von dem Kuchen wirklich nur einen Krümel. Ich krieg jetzt nicht das halbe Stück. Ja? Aber ich habe ihn doch gebacken oder ich habe es doch gemacht. Jetzt als Beispiel, dann ist es manchmal ratsam, dass jeder mal kurz seinen Weg allein geht. Das bedeutet nie, dass man sich trennen sollte, aber dass jeder mal sich auf sich fokussiert, dass man wieder gemeinsam zusammenkommen kann. Das ist die Energien sind im Moment so, es wird viel von der Uranus ist so nah, so diese Plötzlichkeit passiert, ja, wo du heute noch geplant hast, da kommt morgen irgendwas, da denkst du so, oh, boah, was mache ich jetzt, ja. Und die Energien spüren natürlich auch die Partner. Ja, das ist ja bei dem anderen nicht anders. Und dann ist es manchmal so, nicht, dass es eskaliert, man will ja daran arbeiten, man will es ja halten. Dann sollte jeder mal so ein bisschen in sich gehen und sagen, du, ich brauche jetzt mal eine Woche für mich. Ist doch nicht schlimm. Oder wenn man zusammenlebt, ich ziehe mich einfach mal zurück. Und das hat nichts mit dir zu tun, ich muss für mich erst mal. Und dann kann man wieder Kraft tanken, ja, und vorwärts gehen. Und ich glaube, mit den Karten... Innere Wahrheit, weißt du ganz genau, was zu tun ist. Du wirst die Erkenntnis haben und es wird gut werden. Und vielleicht bist du der Feurige oder die Feurige, ne, die immer so losschießt. Du wirst jetzt mal aufgefordert, mal innezuhalten und erstmal sich wirklich um dich zu kümmern. Und das ist vielleicht mal eine ganz neue Aufgabe für die lieben Witter, weil das kennen sie ja nur gar nicht, ne, dass sowas kommen könnte.
Aber wir werden sehen. Wir gucken, was das Tarot dazu sagt. Was sagt das Tarot dazu? Ach, ist das schön. Das ist schöne Energie, ja. Königin der Stäbe. Ja, siehst schon. Schöne Energie. Also, was haben wir denn alles? Wow. Wow. Na also, ihr könnt euch zurücklehnen. So hier, lehnt euch zurück. Also, das seid ihr. Männer, also ich habe es ja vorher gesagt, umdrehen. Königin der Stäbe, ne? Das ist eine Königin der Stäbe, ja. Die sitzt halt da auf ihrem Thron, ja, und das ist so, eine Königin der Stäbe, das ist die faszinierendste unter den Frauen, sag ich immer. Alle anderen sind auch, aber eine Königin der Stäbe, die hat noch so Eigenschaften in sich, weil da brodelt auch so ein Feuer. Und die kann so eine Faszination aussprühen. Und vor allen Dingen kann die, wenn die was will, kriegt die das. Die kriegt das. Und nicht mit Kämpfen oder irgendwas, die kriegt das durch ihre Art. Ja? Und die ist kreativ, die geht vorwärts, die hat Gedanken. Und jetzt soll die Königin der Stäbe mal empfangen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Das wird ja was werden. Das kann sein, dass hier eine kleine Feierlichkeit auf euch zukommt. Was Kleines. Das ist so für mich auch die Karte, man nennt es so wie Erntedank. Ne? Also man ist glücklich, aber es sind nicht so viele Personen dabei. Es sind nur eine kleine Gruppe. Es gibt noch eine andere Variante, aber die sage ich zum Schluss. Es kann ja auch sein, es gibt irgendeine kleine Zusammenkunft auf der Arbeit oder mit Freunden. Das ist ja das, ne? Bitte andere um Unterstützung. Mit Freunden kann das sein. Und guckt euch das an, da kommt er angehobbelt, unser Ritter der Kelche, ja. Da kommt doch wirklich jemand in euer Leben, der einen Kelch in der Hand hält und er hat noch ein bisschen die Rüstung auf, nenne ich es mal so, ne. Aber die kann er ja dann ablegen, ne. Das ist ja, ich sage immer so, das ist noch so eine Schutzfunktion, den Kelch halte ich in der Hand, das Visier ist aber offen. Und wenn das Visier offen ist, dann kann er euch auch anschauen, nicht zugeklappt. Also hat schon ein bisschen Mut und will euch was reichen. Das kann eine liebevolle Geste sein, das kann eine Nachricht sein, das kann ein Impuls sein, das kann ein Angebot sein. Ich beziehe es erstmal nur auf die Arbeit. Und wo man drüber nachdenkt, wo man dann denkt, Mensch, wir kennen uns. Das ist meistens jemand, den man schon kennt. Wir kennen uns und ja, das ist eine Idee. Mache ich es nicht? Ihr werdet es tun. Hier liegt der Neubeginn. Ihr lasst ganz, ganz vieles hinter euch und vor allen Dingen gedankenmäßig lasst ihr vieles hinter euch. Und ihr wollt diesen Neuanfang. Ihr seid ja auch die Ersten und das passt perfekt zu euch danach. Ja? Einfach losgehen, in vielleicht was ganz, ganz Neues machen, wo ihr immer dran gedacht habt, das mache ich nicht. Und, bringt das was und. Vor allen Dingen Geld, ne? Ja, dann verdiene ich dann nichts und so. Das könnt ihr weglassen. Arbeit beginnt immer mit Leidenschaft und ihr seid leidenschaftlich. Und wenn ihr leidenschaftlich an was rangeht, fließt das andere von selber. Und ich sehe hier schon erfolgreiche selbstständige Tätigkeit, magische Gelegenheit verpassen. Vielleicht hat euch schon jemand irgendwo was gesagt und ihr habt so gedacht, ja, das ist nett und ja, aber das ist nee. Und ja, da habt ihr es verpasst. Ne? Da denkt nochmal drüber nach. Deswegen sollte mal hier innere Wahrheit. So, und dann haben wir die Herrscherin. Darauf geht's hinaus. Und was ist denn die Herrscherin? Die Herrscherin steht über allen Königinnen, ja? Die Herrscherin ist jemand, die Herrscherin bringt was Neues auf die Welt. Die bringt was auf die Welt. Die hat eine Idee, die geht vorwärts, die ruht in sich und die hat gelernt zu empfangen. Also die rennt nicht irgendwas hinterher, die weiß genau, das kommt zu ihr. Und das ist eine fantastische Gelegenheit. Ich sehe hier einen absoluten Neustart. Also wirklich Neustart, vielleicht wollt ihr ganz was anderes machen in eurem beruflichen Umfeld. Das sehe ich erstmal als erstes. So, und jetzt klären wir das ab und dann wenden wir uns doch mal zu, was da in der Liebe passiert, ja? Aber eine schöne Gelegenheit, verpasst sie bitte nicht, verpasst sie nicht, ja? So, ich muss erstmal ein bisschen ordnen. Jetzt haben wir es. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was ist die Klärung zu euch selbst? Was ist die Klärung zu euch selbst? Oioioi, hä? Haben wir doch schon unser Liebesthema. Hm? Die Liebenden, ne? Und die zwei der Stäbe. Man steht so da, hat die Kugel in der Hand. Man weiß eigentlich so diesen Weg. Und da gibt's was. Da gibt's was in eurem Leben, ja? Aber irgendwie, ihr entscheidet euch nicht. Die Liebenden ist eine Karte der Entscheidung.
Und die zwei der Stäbe ist eine Karte der Entscheidung. Gehe ich rechts, gehe ich links, gehe ich in der Mitte? Eigentlich habe ich meine Vision. Aber ich kann es noch nicht. Ich kann es noch nicht. Ja? Und in der Arbeit ist es genauso. Da kommt was mit den Liebenden, wo ihr sagt, ja, da wäre mein Herz dabei, da wäre eine Leidenschaft dabei. Aber gehe ich diesen Weg? Gehe ich diesen Weg? Es spiegelt sich hier. Es spiegelt sich hier. Es ist fantastisch. So. Was sind die drei der Kelche? Was habt ihr denn für eine Zusammenkunft? Oder was ist hier? Was kommt hier auf euch zu? Auf was dürft ihr? Ja. Die drei, ich sag ja immer, es ist so wunderschön, wenn Karten miteinander reden. Und ich kann mich ja da auch so freuen, das wisst ihr ja, ne? Der Page der Münzen oder der Ritter der Münzen, schaut euch das an, unser Fußläufer ist da. Ihr seid natürlich eine hitzige Energie. Und irgendwas passiert hier, wo ihr eine Zusammenkunft habt, wo ihr auch glücklich seid dabei, wo es gut ist, ne? Vielleicht trinkt man auch ein Gläschen, das kann alles sein. Und irgendwas kommt da und hier kommt vielleicht eine Nachricht auf euch zu oder hier kommt jemand, der mit euch reden will. Aber das ist langsame Energie. Das ist eine Energie, wo sich was erst entwickelt, nenne ich das so, weil das noch klein ist. Und er läuft ja noch, ne? Und die Schuhe sind aber gut, das habe ich immer gesagt. Also das scheint zu funktionieren, weil Münzpagen, Münzritter, das sind immer diejenigen, wenn die was dir anbieten oder wenn von denen was kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass es eine Stabilität kriegt. Das ist nicht so wie Luft, das schnell kommt und wieder geht. Das hier hat eine Stabilität. Und hier, naja, kann mir so richtig vorstellen, naja, das geht langsam und das ist ja noch nicht und das kommt ja erst und ja, und nicht, dass das hier Fantasien sind oder Illusionen. Ja, ist das eine Illusion oder ist es meine Wunscherfüllung? Können diese ganzen Kelche gefüllt werden? Oder glaube ich jetzt an irgendwas, was nicht funktionieren kann? Das sind diese Zweifel, die ihr habt. Ihr habt Zweifel hier. Auch in der Liebe, ne? Da bietet euch jemand was Festes an, was klein geht. Und ihr überlegt, jetzt sind zwei, eine ist runtergefallen, ich kann euch sagen, was es ist, aber Karten, die auf den Boden fallen, nehmen wir nicht. Es sind die 6 der Schwerter. Auf zu neuen Ufern. Ruhige Gewässer, ja? Hier will jemand vorwärts gehen, hier will jemand gehen. Alle Achtung. Was ist der Ritter der Kelche? Was ist der Ritter oder wer? Oi, 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 oi. Was ist denn los hier? Das ist jetzt mega. Die 4 der Stäbe. Und die 10 der Münzen. So, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das flasht, ne? Also der eine oder andere kriegt hier einen Heiratsantrag. Also der eine oder andere kriegt hier einen Heiratsantrag. Die 4 der Stäbe ist eine feste Beziehung. Die 10 der Münzen ist eine stabile, feste Beziehung. Und hier kann sein, dass hier jemand auf euch zukommt und der merkt eure Unentschlossenheit und so weiter und so fort und der steht auf einmal vor euch oder wie ist es immer so schön, wie lieben das Frauen. Er geht auf die Knie und reicht euch etwas Wundervolles und sagt, du bist die Liebe meines Lebens, willst du mich heiraten? Ja? Ist das nicht fantastisch? Aber ich sage euch was, für den einen oder anderen passiert das ja so. Das ist ein Heiratsantrag, das ist fantastisch. Und im beruflichen Bereich ist es so, zögert nicht, zögert bitte nicht. Weil das ist ein fester Vertrag und das ist eine ganz große finanzielle Stabilität, die auf euch zukommen wird. Also das könnt ihr annehmen. Wow, wow. Oh, ist das schön. Was ist der Narr? Was soll ich sagen? Wahrscheinlich, weil ihr die Geburtstagskinder seid, ne? Die 9 der Kelche und das Rad des Schicksals, ist das nicht schön? Die 9 der Kelche, das ist ganz einfach so glücklich sein. Die 9 der Kelche ist ja auch noch so ein bisschen so dieses Single-glücklich sein. Also man ist glücklich, aber der 10. Kelch fehlt, aber ihr kriegt ihn ja gerade angeboten, ne? Und dieser Neuanfang bewirkt ganz einfach, dass ihr auf diesem Weg seid. Und das Rad des Schicksals ist dabei und dadurch ist das so, das passiert schicksalhaft. Damit habt ihr nicht gerechnet. In der Liebe auf keinen Fall. Damit habt ihr absolut nicht gerechnet, dass ihr sowas bekommt. Und im beruflichen Bereich ist es so, vielleicht weil die innere Wahrheit ja euch mal dazu berufen hat, zu sagen, ich gehe jetzt mal in mich, ich tue jetzt Dinge für mich,
kommt ihr in so einen Ruhemodus rein und sagt, ich arbeite jetzt nicht mehr so viel, ich treffe mich jetzt lieber mal wieder mit jemand. Oder ich gehe mal Tischtennis spielen oder ich mache mal das. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Und dann trifft man wieder jemand und dann bietet jemand was an. Und erst ist man so, ah ja, das ist dann nur gar nichts und das ist doch gar nicht meine Richtung. Und ja, vielleicht kann ich das, aber wird das gefragt sein? Verdiene ich da genug Geld? Und so weiter und so fort. Und dann werdet ihr merken, doch, das muss ich annehmen. Ihr werdet hier richtig geschubst in den Neuanfang. Richtig geschubst, ja? Das Schicksal schubst euch. Ich sage mal so, das Schicksal nimmt euch hier mit. Und dann kommt die Herrscherin. Und die Herrscherin kann ich euch auch sagen. Wir gucken erstmal. Naja, was kommt denn hier? Ach nee, ist schön. Ja. Und genau das ist es. Ihr werdet zu der Herrscherin, weil hier die ganz alten Strukturen, ich glaube, da passieren auch Sachen, dass alte Glaubenssätze, das so, was ihr immer so gedacht habt, ihr seid hier auf einem komplett neuen Weg, dass die einfach zusammenkrachen. Und der Turm kommt ja immer dann. Du kannst keinen Neuanfang machen, du kannst nicht vorwärts gehen, wie der Narr sagt, wenn hier nicht irgendwas Altes zurückgelassen wird, was dir nicht mehr gut getan hat. Und das passiert plötzlich, weil du merkst, du hast was in dir. Und das willst du weitergeben. Und du willst diese Herrscherin werden, du willst was Neues auf die Welt bringen. Und das Alte muss losgelassen werden. Du schützt dich noch ein bisschen. Du schützt dich noch ein bisschen, ja. Aber ich sag mal so, die Neuen, das ist immer so der verletzte Krieger. Du hast Angst davor, verletzt zu werden. Du hast Angst davor, dass es nicht gut gehen kann. Das sind aber nur Gedanken. Die Herrscherin, wenn die erscheint, dann sind das nur noch Gedankengänge. Und ich sehe, dass das hier zusammenkracht. Und dann kommt eine wunderschöne Karte. Dann kommt die Mäßigkeit und das ist die Heilungskarte. Das wird dir absolut gut tun. Du ruhst in dir, du findest die Balance. Und das kann dazu bewegen, dass du was auf die Welt bringst. Und der eine oder andere kann Nachwuchs erwarten. Ja? Wer das gerne gewünscht hat, es liegt hier. In der Liebe wird es fantastisch. Ihr habt bloß noch ein bisschen Bedenken. Aber hier sieht euch jemand als was ganz Besonderes. Und nehmt das an. Das ist ja auch das, belohne dich. Nimm jetzt mal an, na, und hab nicht die Angst davor. Eine schöne Energie, hier passiert was Tolles mit euch. Das ist absolut, also absoluter Neuanfang, sag ich dir. Was habe ich für Sternzeichen? Alle, meine Süßen. Weil, ich sag mal so, es liegen hier einige drin, es liegt Feuerenergie drin, ich habe wenig Luft drin, aber das hat nichts zu sagen. Es kann sein, du lernst jemanden kennen oder diesen Menschen, den du vielleicht schon kennst, so sieht das bald aus. Der hat der ist vielleicht eine Waage und der hat aber seinen Aszendenten im Widder, wie du. Ja? Also deswegen, nehmt einfach die Menschen, wie sie sind und nicht mit Sternzeichen hantieren, weil hier kann alles dabei sein. Weil wenn das Schicksal fällt, sagt man immer so, dann schickt dir das Schicksal genau das Richtige. Ist doch klasse. So, ja? Da lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. So, was habt ihr denn für eine Begegnung und was wird denn daraus? Was habt ihr für eine Begegnung und was wird daraus? Jetzt bin ich gespannt. Ja, die haben sich alle umgedreht, deswegen nehme ich sie. Ja. So, die beiden sind zuerst gefallen. Ihr habt schon, die Zeit geht jetzt zu Ende. Die Zeit eures Misstrauens, eurer Vorsicht. Ihr wolltet auch immer klug agieren und das clever machen, wenn ihr was gemacht habt, ja. Und, aber ihr seid vorsichtig. Man denkt immer so, der Widder schießt vor und macht sein Ding. Ja, im gewissen Sinne schon, aber der Widder agiert sehr, sehr klug. Ja? Der kann das. Ja? Und manchmal hält er sich auch zurück und denkt so, ja? Hier sage ich mal nichts. Also man soll das nicht unterschätzen. Und hier war immer viel, viel Misstrauen. Ihr seid sehr misstrauisch gewesen. Ja, ihr habt gesagt, ja, und abwarten und, ne? Denn Sicherheit spielt hier auch eine große Rolle. Aber guckt euch das an. Ich habe gefragt, was habt ihr für eine Begegnung, was war daraus? Die Arbeit und der Schlüssel. Und die Arbeit und der Schlüssel ist ganz einfach. Das ist das, was ich die ganze Zeit hier sehe. Hier entsteht was total Neues und hier werdet ihr den richtigen Weg finden und das mit Sicherheit. Ihr werdet erfolgreich sein, sehr erfolgreich. Ja? Und ihr findet hier was ganz, ganz Tolles, was euren Arbeitsbereich betrifft. Und euer Misstrauen verlässt jetzt mal langsam dieses Blatt. Und in der Liebe ist es so, tja, hier verankert sich was
Und das mit Erfolg und Sicherheit. Und hier wird euer Herzlein so geöffnet, dass ihr wahrscheinlich ja sagt. Eieiei, ja. Ist das süß. Oh, ich freue mich. Da sind wir mal gespannt. Ja, ich habe ja meine Venus im Widder. Ne? Naja, was wird euch erwarten? Was wird euch erwarten diesen Monat? Was wird euch erwarten? Ach, schau an, ne? Wer hätte das jetzt gedacht? Aber ich sehe es ja schon hier. Ich kann es nicht ändern, es ist gefallen, ihr habt es gesehen. Also als erstes wird euch erwarten, ihr werdet sehr glücklich sein. Das Glück, ja? Endlich kommt das Glück jetzt rein. Ihr werdet das merken. Ihr werdet hier eine Phase haben, wo ihr euch belohnt, in euch geht, was erkennt, euch traut, was anderes zu machen, wieder diesen inneren Impuls zu folgen, den ihr eigentlich habt und nicht immer so vorsichtig zu sein. Ihr werdet das tun. Ja, und es kann sein in eurer Arbeit, dass das jemand ist, ein alter Chef. Oder mit dem ihr schon mal zusammengearbeitet habt. Oder wo ihr zusammenarbeitet, weißt? Das ist sowas, der selbstständig ist, der eine Position hat. Und der euch hier was anbieten möchte und sagt, komm doch und arbeite mit mir. Probier das doch mal. Das ist was ganz anderes. Das ist das eine. Und das andere, das wissen wir alle. Unser Freund ist gefallen. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Und du wirst sehr glücklich sein. Es ist, wie es ist, ja? Und für alle, die sagen, in der Liebe, vergiss es, Freund, ja? Du nicht mehr. Dann seid ihr noch voller, wisst ihr, was ihr dann seid? Also, wenn ihr diesen Menschen noch irgendwo im Herzen tragt oder in Gedanken und so das abschirrt, du nicht und das muss erstmal so sein, dann seid ihr noch voll so im Ego und dann seid ihr überhaupt noch nicht im Vergeben. Und dann ist das so, wenn jemand zurückkommt, dass ihr sagt, ach, ich hab's doch gewusst, jetzt kommt der. Ganz falsch. Da kann nichts passieren, da kann nichts fließen. Ja, also deswegen hier, innere Wahrheit, ja, lieb sein und vernünftig miteinander umgehen. Und wenn es eben niemand aus eurer Vergangenheit ist, dann kann das wirklich so sein, dass es jemand ist, wo ihr eine tiefe, tiefe Verbindung spürt. Von der ersten Minute an, ihr redet dreimal miteinander und denkst du, irgendwas hinterlässt er. Es ist irgendwie so, als ob ich den kenne, ja. Was wird euch überraschen? Was wird das Highlight dieses Monats sein? Was wird euch überraschen? Was wird euch überraschen? Oh, wow, das war ja jetzt, ne? Oh, oh. Eine lebenslange tiefe Verbindung, eine lebenslange tiefe Freundschaft, eine Heilung wird euch erwarten, das wird euch auch überraschen. Der Hund ist ja auch diese Seelengeschichte da. Und das ist loyal und treu. Und ihr spürt jetzt erstmal, hier kann ich mir was aufbauen, hier kann ich ankommen, hier kann sich was verwurzeln, hier kann was auf lange Zeit sein. Und das finde ich eine wundervolle Sache. Und der eine oder andere kann sich einen Hund anschaffen. Ne? Und das wird sehr gut für euch sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe auch einen Hund, also das ist wunderschön. Das nervt manchmal, aber trotzdem ist es wunderschön. So, was kommt Schönes diesen Monat auf euch zu? Ach, ist das schön jetzt. Das sind so Energien, die passen zum Frühling, zu eurem Geburtstagsmonat. Was kommt Schönes? Was kommt Schönes? Ach, ist das schön. Also, ich habe, das muss ich mal so sagen. Als erstes habe ich den Turm. So, der Turm. So. Und der Turm ist ja immer sowas, das kann eine Institution sein, das kann ein Rückzug sein. Also für alle die so jetzt sich wirklich mal zurückziehen, ist das so, hallo Dornröschen, guck mal oben aus dem Ding raus, siehst du mich, winke mal kurz, ne? Aber das wird jetzt vorbei sein. Für alle die, wo jemand kommt, ist es so, dass hier jemand aus dem Rückzug zurückkommt und wirklich den Weg aufeinander wieder zugeht. Ja, wie sage ich immer so schön, das ist die Zugbrücke. Das ist nicht die Zugbrücke, sondern die Brücke, die war eben die ganze Zeit unten. Man hatte jederzeit die Möglichkeit, auf den anderen zuzugehen. Aber manchmal braucht es eben seine Zeit, ehe man das erkennt und ehe man das möchte. Aber hier möchte jemand wieder den Schritt gehen auf euch zu. Das ist die erste Variante, weil ich den Bär hier habe. Dann ist das so, das ist so noch wie im Geheimen. Das Buch ist noch geschlossen. Vielleicht spürt man schon irgendwas, aber es ist noch nicht da. Das kommt ja auch erst auf euch zu. Und dann habe ich das Kind. Und das Kind ist der absolute Neuanfang. Ja? Also das finde ich fantastisch. Und hier geht man neue Wege. Hier geht man was Neues wieder nach.
So, das ist so liebesmäßig, ne? Und wenn ihr sagt, ich habe aber niemanden, aber ich lerne gerade jemand oder man lernt jemand kennen, wo das, das könnte über eine kleine Feierlichkeit übrigens sein. Man lernt jemand kennen wo, und über die Arbeit, wo das so eine tiefe Verbindung ist. Dann ist das so, dass ich dir sage, dein Single-Dasein, der Turm steht ja auch immer für Trennung, Single-Dasein, geht jetzt zu Ende, du traust dich, diesen neuen Weg zu gehen. Es ist noch so ein bisschen wie im Buch, also das ist noch geschlossen und das ist noch nicht so richtig da, aber das wird und du machst hier einen Neuanfang, du gehst hier einen neuen Weg. Und die Arbeit ist ganz einfach so, also wenn du selbstständig bist oder werden willst, kannst du das machen. Du wirst dich trauen, diesen Weg zu gehen und ich schätze, du lernst hier noch irgendetwas dazu. Das Buch steht auch immer für Wissen und Weisheit, dass man nochmal einen Lehrgang macht, dass man nochmal irgendwas dazulernt, und damit du sicher bist. Und du machst hier einen absoluten Neuanfang und das finde ich fantastisch. Also eine wahnsinnig tolle Energie. Also ihr habt ja in Reading, also Wahnsinn. Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Weil jetzt auf die Hochzeit fällt, ja? Nee. Was habt ihr denn hier schon wieder? Naja, gut, wir müssen sie so nehmen, wir müssen das einfach mal so akzeptieren, es kommt ja was Schönes, aber das hier zeigt mir schon vieles. Also, wir haben vorhin den Fuchs gehabt, Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Ja, wie ist denn das? Ich gebe und tue alles, krieg aber nichts zurück, aber ich bin trotzdem lieb und freundlich, aber irgendwie erfüllt es mich nicht und ich zeige mich nicht, wie ich bin. Das muss nicht immer das Gegenüber sein, ja? So, und ich habe ja vorhin gesagt, manchmal ist es so, dass man zusammenbleiben kann, muss man sich erstmal trennen. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. So, und für den einen oder anderen ist es so, dass hier mal eine Verbindung gewesen ist, die eine Trennung vollzogen wurde, sozusagen. Weil es nicht ging, weil man das nicht in Einklang gebracht hat. Und da musste man sich einfach trennen. Und was für euch wichtig ist, ist ganz einfach, diese Probleme in der Familie heilen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, man hat noch so alte Glaubenssätze. Man wollte das unbedingt nach Vorstellungen gestalten, die aus dem Ego herauskommen. Sagen, na, das war schon immer so und das ist so. Oder ihr habt eine Erziehung genossen, die so in euch verankert gewesen ist, dass ihr gar nicht anders konntet. Ja? Und das Gegenüber genauso. Und das war so die Aufgabe. Und das erkennt ihr jetzt, weil ihr eine innere Wahrheit habt. Und deswegen ziehe ich euch noch eine, was danach kommt. Ja? Aber das liegt alles mit hier. Das ist Mangelkarte, das liegt alles hier. Ja? Das kann schon lange her sein, diese Trennung. Ja, mehr muss ich jetzt nicht sagen. Ich habe ja gesagt, ich ziehe euch noch eine. Past Life. Ihr habt euch schon früher gekannt. Und Past Life kommt immer wieder zusammen. Weil eine Past-Life-Geschichte ist, entweder habt ihr euch aus dem früheren Leben gekannt, sagt man so. Ich sage immer, das ist, ihr habt euch nicht aus dem früheren Leben, ihr habt euch schon gekannt, ja. Und das hat so gekracht, dass ihr auseinandergehen musstet. Und irgendwie findet ihr aber wieder zusammen. Und eine Past-Life ist immer so, da ist was noch nicht geklärt. Das muss geklärt werden. Ja, und dann ist es ja auch nicht mehr Past. Und Past-Life ist sowas, da denkst du wirklich, wo warst du die ganze Zeit, ja. Das ist eine feine Energie. So, und jetzt gucken wir mal, was die kleinen... diesmal ziehe die Herzorakel erstmal. Was sagen die zu euch? Ist doch schön, oder? Freut euch. So, was haben wir denn? Naja, das war mir vollkommen klar. Riskante Versuchung. Natürlich ist es riskant, aber es ist eine Versuchung. Und diese Versuchung, oh, gehe ich dieses Risiko ein? Natürlich tust du das Risiko eingehen, ne? Das ist, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Geschichte, bleibe dir selbst treu. Also das ist ganz wichtig, du selbst zu sein, dich nicht zu verstellen, hier die Täuschung, keine Maske, wenn dir was nicht gefällt, sofort zu sagen, ich glaube, das lernt man jetzt. Ja, und wahrscheinlich ist es bei euch so, also eine Berührung und alles explodiert und dann haben wir die sexuelle Vereinigung. Ja, dann soll das so sein. Es gibt zum Beispiel auch, kann man auch so sagen, manchmal heilt Sex. Es ist so. Aber da sage ich jetzt nicht mehr dazu. Ich ziehe euch jetzt noch eine andere Botschaft. Und zwar, die haben mir gefallen, die lege ich mal mit her. Herzflimmern für Vertrauen, Freundschaft und Liebe. So, und jetzt gucken wir mal, was da das kleine Herzflimmern für euch da rausholt, was wichtig ist. Das ist so süß, ne?
Habe ich nicht gesagt? Genau, was hier steht. Gönne dir ein paar ruhige Minuten, um neue Kraft zu schöpfen. Ja, tu das doch. Belohne dich. Nimm dir deine Auszeit. Und du hast hier was vor. Und hier kommt was auf dich zu, ja? Im Beruf und in der Liebe. Du machst einen absoluten Neustart. Du machst was ganz anderes, was du dir überhaupt noch nicht vorstellen kannst. Und das geht hier in die Richtung, also bei dem einen kann es auch sein, du bleibst bei dem, was du hattest, aber mit ganz anderen Energien, Umstellungen und so weiter und so fort. Und der andere, für den anderen wird es so sein, dass du vielleicht in eine neue Richtung gehst, weil das Rad des Schicksals und der Narr, das zeigt mir das. Und die Herrscherin sagt, du wirst dir hier was Tolles aufbauen, du wirst hier was Tolles bekommen und du lernst jetzt endlich, dass du annehmen darfst, dass du was Wundervolles bist und annehmen darfst. Meine Süßen, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen tollen Geburtstagsmonat. Ihr habt ein wahnsinnig tolles Reading und ich sage ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Ganz lieben Dank allen Abonnenten. Ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ganz lieben Dank für die Unterstützung und Wertschätzung meines Kanals, wo ich dann immer mal so ein neues Kartendeck kaufe. Da freue ich mich drüber. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona. Ciao.